Play better, you fucking noob kid. Was geht ab? Meine lieben Freunde. Salam, 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 meine Freunde. Jedes Album of the Year. Außer ihr wollt kaputt. Wie geht's euch, meine lieben Freunde? Ich hoffe sehr, sehr gut. Digga, Karneval fuckt mich so ab, ne? Digga, Karneval fuckt mich so tot ab. Alles früh gewesen. Mir geht's auch sehr gut. Digga, das meiste, was mich am meisten abfuckt, ist, dass diese Läden nur bis um 14 Uhr offen hatten wegen Karneval. Das hat mich am meisten abgefuckt. Schlimmste. Ja, Long, Bruder, hab's direkt gelöscht, Digga. Exi, danke dir für deine 1000, was? Für deine 1900 Monate. Für deine 9 Monate, Bro. Ben, dann gib mir ein Klavier. Ich hab bisschen was geklärt, Chat. Wir spielen gleich mit Abu und The Breiten von Berg und ein, zwei anderen vielleicht Mario Kart. Mario Kart sage ich, Monopoly. Und danach mal gucken, meine lieben Freunde. Ob ihr wollt oder nicht. Junge, Junge, Junge. Breitenberg Mario hat auf Sprühdose angelehnt. Digga, das ist so krank, Chat. Guckt euch das mal an. Digga, sein Auto wurde zum dritten Mal einfach vollgesprayt. Das ist so krank. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Zum dritten Mal, Chat. Zum dritten Mal. Digga, der Arme. Digga, wie bodenlos ist es bitte? Vor allen Dingen, was bringt denn das? Was bringt es den Leuten da? Das ist wirklich geisteskrank. Also übertrieben asozial, ne? Neider, ja. Peter Bastang für den neuen. Was ist das für ein Song, Alter? Figure! How did I to the star? Set it not call it law. Carry on the ball. Eyes are at you go. Or the eyes are going home. Come on back to me. Thank you all. F an Breitenberg sein Auto. Dreimal schon, ja, crazy. Digga, ohne Sinn. Vor allen Dingen, warum wird die Karre da hinten nicht angesprayt? Und seine Karre.
Und jetzt guck mal, was Ranger darauf geantwortet hat. Digga, Breitenberg, sein Auto wurde komplett vollgesprayt und Ranger schreibt mir einfach Need for Speed Custom Skin bekommen. Ist das respektlos, Digga. Heilige Scheiße. Junge, 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 ich musste so lachen, als ich das gesehen hab. Ey, Mann. Alter Schwede. Aber Vega, warum macht man sowas? Real Talk, warum macht man sowas, Chat? Es ergibt wirklich gar keinen Sinn, warum man sowas macht. Das ist wirklich geisteskrank. Also, Digga, es ist wirklich... Es ist halt Real Talk respektlos. Ich verstehe das nicht. Die waren OOC, Matt, ja. Wieso sind deine Haare so fettig? Das ist, Dings. Das ist so eine komische Creme, weil ich gerade meine Haare gewaschen habe. Ich habe eine Creme drauf gemacht und dann ist es gleich weg. Das sind so Vitamine für die Haare halt. Chat. Also, Breitenberg ist dabei, Monopoly. Ich rufe mal Abu Joko an. Digga, habe ich dir nicht 420 Euro überwiesen? Ich dachte, ich habe gemacht. Warte mal. Abu Goku, ich rufe ihn mal an. Abu Joko. Nicht wird, nee, sonst bitte nicht, sonst klappt's wieder nicht. Chat, Monopoly mit Sydney, sagt ihr? Monopoly mit Sydney? Nee, Phoebus will, spielt sowas nicht. Sie meinte, sie spielt kein Monopoly, sie mag das nicht. Digga, warum Dono wollte er mich? Also Breitenberg ist auf jeden Fall schon mal im Start. Ich ruf mal Sergen an. Ich gebe jedes Mal so, Noisy ein und dann sehe ich, dass ich einen Sergen unter eingespeichert habe. So dumm. Ich habe heute schon zweimal gekackt, fällt mir auf. Hallo? Ey, Sergen! Ja? Bist du, gleich Dings dabei? Monopoly? Gleich, wer alles? Ja, ich, Abu Breitenberg. Danny rufe ich noch an. Wann ungefähr? Ja, gleich so 15, 10, 10, 15 Minuten. 15, 20. Ja, easy, easy. Ich bin gerade am Tanken und dann komme ich. Okay. Gut, ich bin dabei. Kannst du mir ein Bueno mitbringen? Ein Bueno? Ja. Was für Bueno? Bueno soll in deinen Arsch gehen. Respektlos. Danny rufen wir an. Digga, ich muss wieder kacken. Wie kann das sein? Chat, nicht, mach mal Emote only, nicht Namen reinschreiben. Ich warte, ich schreibe mir an Danny seinen Chat. Die Kiste ist über dir. Wo? Oh. Auf der anderen Seite gibt's eine Leiter. Ich Digga, warte mal. Die Kiste auch. Der ist gerade im Endgame-Chat. Der ist so guck mal, Chat, guck mal seinen Blick, wie konzentriert er ist. Der wird niemals aufs Handy gucken. Ist über dir. Ah, Fennec. Und dann ein Streak.
Oh. Du hast genug. Wo ist die Streak? Ach, hier. Gasmaske hinter dir. Drohne. Oh, Konter-Drohne. Besser wär's nicht. Warte. Guck mal, wir können ich kann die Moloni rausmachen. Aber keine Namen reinschreiben. Oh, stark. Warte, ich hol dich jetzt. Da ist der Shop, Benny. Du hast noch nicht gekriegt, Digga. Nein, das noch nicht. Aber kannst du aufs Abgezogen, Digga. Ich hab auf jeden Fall nichts bekommen, aber ich hab noch mal an. Okay, boah. Hä, Digga? Welche? Was war das denn? Du warst kurz Wolverine. Gasmaske. Warte mal, Digga, warte mal. Wie viele haben wir jetzt? Breitenberg, Abu. Wen haben wir noch? Särgen? Der sieht schon mal 4. Guck mal, wie konzentriert er ist. Ein Batzen. Oh, du hast 20.000. Willkommen, Matze, willkommen zurück. Willkommen zurück. Muss ich dich jetzt holen? Ich habe auch genug Geld für dich. Du bist ein freier Elf. Warte, ich... Nein. Ich bin hier... Ich glaube, ich bin... Ich bin hier safe. Nee, lass mich los. Drück dich raus. Ich frag mal, Danny. Monopoly? Ich kann heute Gott sei Dank nicht rot. danke fürs Fragen, aber mein Bruder hat Geburtstag heute. Ach so. 17:30 muss ich offline, schaffen wir glaube ich zeitlich nicht. Okay, schaffen wir nicht. Okay, easy. Gott sei Dank, Digga. Monopoly. Der wird call. Du hast gestern gezockt, ne? Ja. Oder das Game hat mich viermal in den Arsch gefickt. Ich holt? Ey, Chat! Digga, heute, ich guck in die Gruppe. Ich guck in unsere Dingsgruppe. Wo ich, Danny, Eli und Miki drin sind. Er schreibt rein. Jungs, Sonntag Win Challenge mit Rad. Ich schreibe, verpisst euch. Er schreibt, Eli schreibt, es muss sein. Danny schreibt, mit dem Rad, macht euch bereit. Ich bin dabei. Mit dem Rad, mein Freund, schreibt Eli. Und dann schreibt Danny mit dem Einrad. Also, guck mal, damit ihr versteht. Digga, warte mal. Wir machen's so. Also, ihr müsst euch vorstellen. Guck mal, Chat. Ihr müsst euch vorstellen. Wie dreht man das? Die nehmen ein Rad, schreiben hier was hin. Und dann schreiben die so: Ein Warzone Wins, zwei Warzone Wins, drei Warzone Wins, vier Warzone Wins oder fünf Warzone Wins. Dann drehen die das Ding. Guck zu. Und jetzt wären es 5 Warzone Wins. Und das Rad entscheidet, wie viele Wins wir brauchen pro Game. Das ist ja eine nice Idee. Das ist ja eine sehr nice Idee. Und die denken, also. Fucking Sleeper, man. Das ist zu krass. Snoops.de, danke dir für deinen 5 Monate. Also, Digga, das ist zu heavy. Ey, Digga, warum muss ich denn kacken, Digga? Es ist 12 Uhr, ich kaufe mir Supreme. Ich mache euch eine Folge SpongeBob an, ich muss scheißen. Herr Dono wollte mich, Chat. Hallo. 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 Oh Mann. Oh, hallo. Mann, Digga. Breiten von Berg, wie sieht's aus? Ja, Bruder, jetzt. Ey, was macht ihr? Sollen wir kommen? Achso, nee, aber was macht ihr gerade? Wir sind im Support beide. Warum? So allgemein, Bruder, wie wir Content fördern und so, was wir im PD geben können, was wir im Hotel geben können, damit das RP besser läuft und solche Sachen. Achso, ja. Ey, warum werde ich nicht eingeladen? Weil du nie Gutes beiträgst, aber du weißt nicht, du bist nicht mal beim Server drin irgendwie gefühlt. Du warst noch nie da drin. Ja, doch. Hast du ein Gespräch geführt? Doch. Wann, Digga? Du weißt gar nicht, was auf dem Server abgeht. Nenn mir eine Regel, die du auswendig kennst. Eine Regel, die ich auswendig kenne? Ja. Metagaming.
Bexy Gaming. Wie heißt der Satz? Wie heißt die Regel? RDM? Ja, was steht denn da? Was steht da? VDM? Wenn mir den Satz der in bringt. Welche Deathmatch? Random Deathmatch? Ja, okay. Ey, Bruder, wir haben Server verkauft gerade, ne? Hast du mitgekriegt? Ich mal hört im Stream, ne? Ey, du kleiner Fixer. Ja? Wie? Was laberst du? Hat man mich gehört? Bist du live? Ja, voila. Egal, scheiß auf. Geh ganz normal weiter, Bruder. Ist nichts. Alles gut. Mach einfach Video, die löschen nachher. Hä? Hä? Was? Ah, du meinst den Minecraft-Server? Ja, genau. Ah. Ja, genau, den sieht Minecraft. Wann seid denn ihr fertig, ihr Wichser? Ich komm jetzt. Ja, heute noch. Okay, ich komm jetzt. Heute noch. Gleich. Okay, bis gleich. Ja, heute noch. Yes. Ah! Ah! Okay. Digga, Breitenberg schreibt mir auf WhatsApp, hab nur getrollt, war Spaß, ne? Brauchst nicht VOD löschen. Ach was, Breitenberg, echt? Dieser Junge. Here we go, Eli Jella, man! Eli Jella. Oh, hey, it was me! Oh, Eli Jella, the best man, you love me. Like I'm Balotelli. Eli Jella, you're the best man. Hey, I love you, man. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Der hier ist so unlustig, Breitenberg. So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Wenn ihr das sehen werdet, ist es Montag, glaube ich. Melina und ich sind auf dem Weg nach London. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Es ist 7 Uhr morgens, es hat gekracht. Boah, 7 Uhr morgens. Chat, 7 Uhr morgens ist für einen Streamer. Also 7 Uhr morgens, seitdem ich Streamer bin, ist für mich... Wie früher. Warte mal. Nee. Digga, 7 Uhr morgens als Streamer ist wirklich total Schaden. Also bei mir zumindest. Früher bin ich auch immer 7 Uhr aufgestanden, aber seitdem ich Streamer bin, Bruder, ich streame ja bis um 0 Uhr. Dann bin ich noch. Gestern habe ich Harry Potter geguckt. Endlich. Habe ich mal weitergeguckt, Chat. Und jetzt. Und dann gehe ich immer so 3-4 schlafen. Da ist 7 Uhr aufstehen, brutal. Schlafrhythmus ist im Arsch. Aber damals in der Schule bin ich auch um 3, 4 schlafen gegangen und bin um 7 Uhr aufgestanden. Aber ist okay. Ich nicht. Wir fahren jetzt zum Flughafen, Freunde. Warum fliegen wir nach London? Und zwar... Fällt wie ein Tonschuh. Gibt's da die E-Champions League. Und 3 meiner 4 FIFA-E-Sportler sind dort am Start. Mo, Dullenmike und Koray. Muss jetzt leider nicht geschafft, ist aber trotzdem vor Ort als Coach. Da geht's um die E-Champions League. Die sind in der Finalrunde. Das ist das erste Offline-Event von EA. Ich weiß nicht seit wann. Das ist verrückt. Also jetzt abgesehen von diesen 2 gegen 2 Cups. Ich glaube, wenn ich, um ehrlich zu sein, ja, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es so lange her und die EA Offline-Events waren immer sehr geil. Bei der letzten E-Champions League war ich sogar noch dabei. Das war in FIFA 19. Da war ich qualifiziert. LOL. Nee, Manchester war das. Manchester, bei der letzten E-Champions League. Jetzt mal ein Bild einblenden. Eli Jello, I love you, man. Sega Eli, Alter. Ich finde, der hat sich voll verändert. Also, Digga, ich weiß nicht, aber damals sah er so mehr aus wie ein Kenneck als jetzt irgendwie. Fühlt ihr? Guck mal, dieses Bild. Gerade Solarium frisch raus. Und hier? Ich weiß nicht. Nee, Manchester war das. Manchester, bei der letzten E-Champions League, jetzt mal ein Bild einblenden. Da war ich noch E-Sportler. So lange ist das her. Deswegen wird es, denke ich, auch sehr cool.
ich nehme euch so ein bisschen mit. Melina ist auch am Start, weil die Freundin von Mo auch da ist und die lieben sich, die beiden. Und ja, sie supportet auch Fokus ein bisschen. Ich werde auch agieren. Ist ja mein E-Sport-Team, für die, die das nicht wussten. Ich bin da Geschäftsführer. Oh, sorry, die Jalousa Geschäftsführer. Muss angucken, wie die Jungs meine Kohle nach Hause holen. Weil es ist wichtig, dass sie performen. Weil dann... Hä? Freundin von Mo auch da ist. Fokus ein bisschen. Geschäftsführer. Wichtig, dass sie performen, weil dann kommen sie ins Finale. Ich erzähle euch aber nochmal das ganze Turnierformat später, ist ein bisschen kompliziert. Digga, der Mann ist überzeugt davon, dass er Gamer of the Year ist, ne? Der Mann ist überzeugt davon, dass er Gamer of the Year ist. Das müsst ihr euch mal, also... Es, der hat so manchmal eine eigene Wahrnehmung von sich selbst, das ist so krass. Digga, wirklich. Und ja, wir sehen uns dann später. Kuss. Wir sind jetzt hier am Flughafen. Kleiner schlauer Leben-Tipp an die Berliner. Ich weiß nicht, ob es bei euch im Flughafen aus. Gamer of the hier, genau. Fahrt nicht mit Taxi, das ist einfach teurer, weil der Flughafen am Arsch der Welt ist, sondern mietet euch hier so einen Parkplatz. Das kostet so 30, 40 Euro. Oder mit Carsharing. Und dann spart ihr nochmal ein bisschen Kohle. Schlau im Leben. Übrigens für die ganzen Hater: 1,80. Ich zeig jetzt auch meinen Ausweis. Ah, nee, ich hab den verloren, glaube ich. Digga, kann mir mal einer erklären, warum eigentlich auf dem Dollarzeichen so eine Pyramide mit so einem Auge drauf ist, Digga? Ist ja crazy, Alter. Ah, hier! Oh ne. Digga, ich hab meinen Ausweis verloren. Auf meinem Ausweis steht auch, dass ich 1,80 bin, Chat. Wirklich. Passt. So, wir sitzen im Vogel. Das ist voll das kleine Vogel. Aber ich bin ein bisschen kleiner als 1,80. Vielleicht so 1,77, 78, 79, weiß nicht. Zweiersitze. Benin und ich Zweiersitze. Also, das ist echt ein kleines Flugzeug, ne? Kleine Flugzeuge, ist das gefährlicher? Ich hab vor sowas immer ein bisschen Angst. Ich melde mich, wenn wir wieder da sind. Nee, jetzt sage ich nicht, welche Serie ich mir jetzt angucke. Ich will nicht gespoilert werden. Sorry, passt. Sie hat sich das mit Housewives runtergeladen. Richtig quatschige Serie. Wir sind jetzt in London angekommen. Wir müssen, also, ich muss unbedingt was essen. Ich habe so Hunger. Ich weiß nicht, ob wir heute in die Location können, weil heute spielt irgendwie eine andere Region da. Aber ja, wir sind jetzt da. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, können wir was dazu sagen? Ich verstehe von Leuten das Englisch besser, wo die Muttersprache nicht Englisch ist. Weil der Dialekt und so, der Akzent ist ganz anders bei Engländern. Und die reden auch so schnell und benutzen ja. Ganz andere Wörter. Das ist verrückt. Ich verstehe. Water bottle. Water, water, halt deine Fresse. Das ist ja Englisch bei Leuten, die nicht so gut Englisch können. Was? Voll krass, ich wusste das nicht. Der Euro ist ja viel, viel weniger wert als ein Pound. Ja. Naja doch, 70 Euro sind 45 Pounds. Und hier ist ja trotzdem alles gleich. Also das heißt, wenn ein Döner kostet hier anscheinend trotzdem 4, 5 Pounds. Wie viel verdienen dann hier die Leute? Ja, Melina findet die Taxis cool. Du findest die Taxis sehen cool aus? Die sind echt cool, ne? Digga, sie holt die Kamera raus und macht ein Bild davon. Digga, also ich verstehe auch nicht, warum zum Fick hier Rechtsverkehr ist. Ja, das darf ich doch mal sagen, Digga. Wer kam denn auf die Idee, das Ding rechts hinzumachen? Also Melina, kleine Fragerunde. Wie viele Premier League Vereine sind... Also, wir sind hier aus London. Aus London? Ja. Zum Beispiel Hertha, Union, kommen beide aus Berlin. Warte, lass mich... Also... Ich sage... Fucking Sleeper, man. So 3, 4, 5? Echt jetzt? 6, 7? Ich hatte Chelsea. Ist Chelsea? Dann hatte ich
Man U? Man City? Ist es nicht? Okay. Falsch? Okay. Hier in London. Manchester? Nice. Und auch wie viele Vereine und welche Vereine? Ja. Ist falsch? Nein, overall. Wie viele Vereine es in London gibt? Ja. Du hast aber Champions League gesagt. Nein, habe ich nicht. In der Premier League, die in der Premier League spielen. Wenn du schon so fragst, sage ich vier. Welche? Nur, ich glaube, sag erstmal ein paar auf. Ich kenne. Sag doch, du kennst welche. Blauen, die Blauen? Chelsea? Ja. Die kommen aus London? Chelsea, London, ja. Okay, rote. Arsenal, stimmt, Digga. Wann willst du Monopoly? Isa, so in 10, 15 Minuten ungefähr. Nein, ich bin ja in Manchester United. Die sind gerade erst. Sag, also, Sergen kommt 10, 15 Minuten, dann sind wir schon 5 Leute, das passt. Dann. Auf Lock! Okay, dann, das, den magst du, Son? Ja. Der spielt bei? Sag mal den Anfangsbuchstaben. T. Sehr gut. Tottenham ist auch am Start. Dann gibt es, kennst du nicht, Crystal Palace. Und ich glaube, es ist Brentford. Ich weiß nicht, ob Brentford. Auf jeden Fall 5 oder so. Und ich glaube, Aston Villa auch, aber ich weiß gerade nicht. Also es gibt viele Vereine. Digga, ich stelle die Frage, weiß ich selber nicht. Wobei ich mir sicher bin, ob Aston Villa gerade in der Premier League ist. Viele Vereine aus der Premier League in London. Stell dir vor, es gibt 6 Erstligisten, die alle aus Berlin kommen. Delay Sports, Hertha, Union, TB, Zehlendorf. Ich muss doch ehrlicherweise sagen, ich finde Premier League die einzig, also die so die anspruchsvollste Liga. Auch zum Zugucken. Und Viktoria. Schön wär's, wenn die Hauptstadt auch mal. They make it hard where they put them for me to put you down. You know what I mean? Bruder, also ich habe nichts verstanden, aber ich hatte das Gefühl, dass er gerade von jedem die Mutter beleidigt hat. Wir sind jetzt im Hotel. Hotel sieht super aus. Hotel finde ich cool bis jetzt. La Liga 10-mal besser, Digga. La Liga gibt es vielleicht 5 Clubs, die cool sind. Aber was ich gut sind. Ich checke es. Premier League ist ja, Digga. Warum zur Hölle machen die das mit diesen Steckdosen? Warum haben die nicht ganz normale Steckdosen? Warum fahren die nicht ganz normal auf der linken Seite? Ja, so in 15 Minuten, Neusi. Warum haben die nicht normale Steckdosen? Das sind 2 Fragen, die ich nicht verstehe. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich sie beantwortet bekommen. Ja, die ganze Welt fährt rechts. Und die ganze Welt hat gefühlt auch normale Steckdosen, außer vielleicht in anderen Kontinenten. Guckt euch den Mann an. Ist das geisteskrank. Wirklich. Verstehe ich nicht. So, wir gehen jetzt was essen zu Nandos. Du warst da noch nie, ne? Ich bin Markenbotschafter von den Laden. Nandos, kranker Laden. Und es gibt hier auch einen Shake Shack zu den beiden Burger. Also wir gehen zu Shake Shack und zu Nandos. Beide Läden gibt es nicht in Deutschland. Und das kracht. Sie ist so, der Wirt, sie klopft an die Türen von anderen und rennt weg. Hey, wie schlau. Damit die denken, ich bin das. Das ist der Laden. Digga, das ist so ein krasser, so eine krasse Mall. Hier gibt es gefühlt jeden Laden. Essenstechnisch. Wohin? Achso. Ja doch. Essenstechnisch echt krass. Und hier gibt es irgendwelche verrückten Läden. River Island. Das ist die Karte. Ich bin Markenbotschafter von diesem Laden. Diese 4 Boneless Chicken Things sind geil. Chicken Butt. Sing, also diese 4 Boneless Chicken Things. Das Fleisch ist cool. Und die Chicken, wo ist es? Chicken Wings. Und das ist ein simples System. Dann suchst du dir aus, was du haben willst. Welche Stufe? Hot, Medium, Mild, Extra Hot. Hot und Medium sind's. Und das ist es nämlich auch schon. Der Laden ist so voll, weil der auch was kann. Da vorne wird es dann serviert. Das liebe ich auch. Du kannst dir einfach auch immer so die Soßen hier nehmen. Ein bisschen mit den Soßen spielen. Gib mir mal Garlic. Das ist der Lachs. Chicken Wings, Hähnchenbrust. Und ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Trust in yourself. Boah, Digga, so, Kanat ist schon geil, Digga. Fazit, die Dinger kriegen mal wieder von mir eine 8,5. Dein Ernst? Chicken Wings. Ja, die sag mal. Chicken Wings kriegen von mir eine 10 von 10. 10 von 10? Ja, die waren geil. Also, Real Talk, so ein Laden in Berlin würde so reinkrachen. Simples System, oder in Deutschland. Chicken Wings,
dann dazu verschiedene Schärfegräder, ein paar coole Beilagen und dann läuft der Lachs. Ich sag's euch, das ist eine Marktlücke. Ah, der wird Call. Two-Faced, die hat sich gerade mehr gefreut als alle, als jeder Moment in unserer Beziehung, als sie diesen Laden hier gesehen hat. Lohnt sich nicht, wenn man hier Coins bezahlen muss, dann kann ich auch in Berlin kommen. Also die Frau schwärmt von dem Laden. Labert mich die ganze Zeit voll. Oh, zeig mal die Blümchen. Ich meinte nur gerade zu Eli, ich bin mit Erwartungen in den Laden reingegangen, weil alle davon geschwärmt haben. Und als ich den ersten Bissen gegessen habe, wurden meine Erwartungen übertroffen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich so ist. Siehst du, noch ein Call. Digga, in London sind die Straßen auch so clean. Ich glaube, ich war 5-mal in meinem Leben jetzt in England. Und ohne zu übertreiben, es war immer regnerisch. Also es regnet gerade nicht, aber es ist halt so regnerisch. Hat vorhin auf jeden Fall geregnet. Jedes Mal. Das ist verrückt, wie viele Regentage es hier gibt. Sind jetzt hier angekommen, müssen gerade Tests und sowas machen. So sieht es hier aus, aber es ist nur die Players Lounge, die Champions League, the Ultimate Stage. Ich vergleiche das jetzt mal alles so ein bisschen, weil, für die, die es nicht wussten, ich habe selber mal ein E-Sport-Event auf die Beine gestellt, aber halt mit viel kleiner, ne? Viel weniger Budget und so. Und ich bin mal gespannt, was die hier so gemacht haben. Das ist die Champions League im E-Sport. Ah, krass. Das ist kein Joke, ist wirklich so. Die E-Sportler erklären euch mal nachher das Format, ich habe die noch nicht gesehen und wir gehen jetzt rein. Guckt ihn euch an. Du bist der erste E-Sportler, den ich hier treffe, ne? Also. Er hat mir die falsche Adresse geschickt. Ich habe eine Person gefragt. Ich frage eine Person. Yes. Ob sie mir die Adresse schicken kann. Es war Eldos und er hat mir die falsche Adresse geschickt. Oder ich hab Ding geschickt, Adresse vom Hotel einfach. Du bist der Wirt. Sorry. Morgen erstes Spiel gegen den Typen, der mein Turnier gewonnen hat. Hessas, ja. Der Italiener. Ja. Bist du nervös? Nee. Hast du Angst? Nee. Wirklich nicht? Nee. Erstes Offline-EA-Event. Wusstest du, dass ich schon das ganze Ding hier habe ich vor 3 Jahren gespielt? Ja. 2019. Ja. Da warst du noch frisch. Wir haben die nächsten. Ernesto, nicht Hacke. Was geht ab? Heute ich mit deinem Vlog angeguckt. Ja, nach Karneval. Ach, warst du Karneval? Ja, Donnerstag, Düsseldorf. Komplett. Hat gekracht? Ja, wunderbar. Chicken hat zugeschlagen. Und hier haben wir Weltmeister Umut. Zeig deine Hand. Was ist das? Runtergefahren, keine Ahnung. Das Krasse ist, oder er sagt so, er kann nicht spielen und so, ne? Er hat Top 64 damit geholt, Qualifier jetzt. Ja, er macht den Versuch, wegen nicht. Druck wegzumachen. Ja. Ja. Top 64? Ja, wirklich. Ist nicht gut, nicht so ran. Oder ich würde nicht mal einen Win holen. Ja, gegen wen hast du morgen erste Game? Amen von Frankfurt. FFM, Mann. Ist das hier verschwunden? Guckt es euch an. Hier wollt ihr nicht landen, Freunde. Digga, das sieht aus wie Tipico, wo oben die Quoten gezeigt werden. Jeder dieser Leute nimmt euch in der Weekend League so hops. Also was auffällt, ist voll eng, finde ich auf jeden Fall. Dann diese ganzen Leute stehen hier so außen rum. Melina hat gar keine Ahnung, was hier passiert. Die Coaches stehen hinter einem. Ah ne, die sitzen doch dahinter. Ich sehe doch, wie sie sitzen. Das System ist, man hat 5 Spiele und man muss 3 gewinnen, um weiterzukommen. Wenn du von diesen 5 Games 3 gewinnst, bist du weiter. Es gibt Hin- und Rückspiel, beides wird zusammengerechnet. Kennt ihr ja, glaube ich. Das heißt, 3 Wins und man ist in dieser Top 32 und die Top 32 kommt nochmal nach London und da wird die Top 8 ausgespielt und die Top 8 spielt das Finale in Istanbul. Bisschen umständlich, aber so ist es halt. Also heute werde ich nicht so viel vom Gameplay hier filmen, Freunde, weil, wie gesagt, die Fokus-E-Sportler spielen erst morgen. Heute spielt Tex und sowas. Morgen spielt zum Beispiel auch anders. Und die Jungs. Und die sind schon ganz nervös. Das Spiel hat sich auch voll verändert. Wie viel kriegt denn der Gewinner von dieser Champions League? Na, fällt mir gerade auf. Ich frage gerade Eldos, was man so zockt. Was ist OP-Formation momentan? 4-3-2-1. Das spielen 3, alle? 4-2-1 zu einem Dreikern. 4-3-2-1? Ja. Und Umut, der Crack, kam irgendwie auf die Anweisungen oder so, ne? Alle haben kopiert? Ja, ja. Alle haben Umut, der kopiert. Gibt's noch Nemphi? Ja. Defense um 6. Und vorne? Nee. Explosiv? Quatschig? Ist over? Mbappé? Was? Warum zockt ihr nicht Mbappé? Geht, dürfen wir nicht. Ihr dürft kein Mbappé spielen? Es gibt keine guten CL-Karten. Das Event? Heavy, warte mal, wie ihr dürft Mbappé spielen? Hä? Es gibt ja Mbappé CL-Karten nicht. Wir dürfen nur CL-Karten, World Cup Heroes und Icon. Lol. Hä? Also jedes Team besteht aus R9, Hulit, Ronaldinho oder Pelé und World Cup Heroes und eine CL-Karte, Valverde, muss die RV. Ja? Ja. Mein Bruder, es gibt keinen Rechtsverteidiger. Alles zocken gleiche Team. Alle zocken mal sehr. Was? Hä? Er ist der Bier, auf Ernst. Ehrlich? Ja, ehrlich. Wie ist Connection hier? War nicht gut gestern. War nicht gut? Practice voll oft so. Ja, ist voll oft so. Practice Game immer, also diese Games bei, also die... Laut Google 280k, Digga, weiß ich nicht.
75k. Connection okay. bei EA. Man spielt eine E-Sport-Version, Freunde. Man spielt eine E-Sport-Version. Das ist ein anderes Spiel. Ja, es ist wirklich ein anderes Spiel. Ich schwöre. Es ist wie ein anderes Spiel. Und es ist langsamer, finde ich auf jeden Fall. Aber man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Eidos hat gerade leider auf sich drauf. Eidos, einer der Favoriten auf der Seite. Er ist 18. Mach dir nicht so Druck. Nein, geh mit Eiern da draußen. Ja, normal. Eidos ist 18. weltweit gerade. Der Mann da mit NordVPN ist erster weltweit. Er ist momentan der beste FIFA-Spieler nach den Punkten her. Ich kenne so viele nicht mehr. Und der Mann ist 18. Und das ist mein Coach. Und das ist Ermin sein Coach. Mit Shisha. Mit Shisha im Hintergrund. Wer ist Favorit? Bring das mal in ich frage alle E-Sportler, wer Favorit ist. Für das ganze Turnier oder jetzt für jetzt? Wer ist der Beste? Umut. Ja. Echt jetzt? Der ist Umut so krass? Ja, das ist so. Umut. Ja? Warum lutscht ihn denn alle ein, Digga? Umut ist richtig gut. Ja? Er spielt, er sagt, mein Arm, Bro, er hat Top 64, Bruder. Lenzmann, E-Sportler, kennt man von meinen Cups. Wer ist der Favorit? Ich habe schon ein paar gefragt. Wenn ich einen nennen müsste, der safe durchgeht, dann Emre Yilmaz von Team Colette. Okay, und Deutscher? Deutscher, Umut. Ja? Ja, Junge, der hat kaputte Hand, aber Umut ist trotzdem der Goat. Ist er der Beste? Overall Favoriten fürs Turnier. Kann ich anfangen? Ja, Umut. Echt jetzt? Die reden immer zu viel, ich schwöre, aber sie machen so Augen. Ich will nicht sagen, Lenny, Ali und Eldos haben dich bis jetzt genannt. Aber die Augen machen bestimmt ja, vielleicht sind es auch Supporter einfach nur. Nikolas. Ich hab gesagt, Emre Yilmaz, hat er gefragt, Emre Yilmaz wäre durch der. Nikolas, er hat zu viel Eis. Du hast ihn weggemacht im Finale. Ja, Elfmeter in die Mitte. Ja, passt. Elfmeter ja, in die Mitte. Ist okay. Also, du sagst Nikolas. Und Deutscher? Das ist hässlich. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Er will sich nicht selber. Koray. Koray? Ja, ich sag Koray. Koray, mein Mod. Wie läuft Bullout Game? Koray, mein Mod. POG Game ist gut. POG Game? Was ist POG Game? Digga, ich check diese E-Sport-Szene nicht. Digga, ich hab mir so Videos angeguckt. Ich hab so TikToks gesehen von so Fortnite-E-Sportlern. Die haben so eine eigene Sprache entwickelt, ne? Kann das sein? Das ist ja crazy. Oh Gott, Digga. Ist das krass. Bitte sag, was du gerade gesagt hast. Ich schwöre auf alles. Ich bin ganz normal am Handy. Er kommt zu mir. Umut, Bruder, du hast keinen Riss. Du weißt nicht, wie das Game läuft, Bruder Herz. Du hast keine Ahnung. Und die ganze Zeit. Er sagt, Bruder, guck jetzt hier. Und dann snappt er mit irgendeiner. Und dann sagt er, Bruder, so muss das dann. Du wirst das, Bruder. Ja. Die ganze Zeit. Und Musti und ich, wir packen uns die ganze Zeit. Ist das krass, Digga. Ist das bodenlos? Wie scheiße! Guck mal, was ist das neues Bild? Guck mal, wir sehen mal unseren Gesicht. Sydney! Nicht bitte. Warum denn? Wie ist das ekelerregend, diese Blicke? Schaut euch das an. Guckt der denn? Vor allen Dingen, ich weiß, wie er es gemacht hat. Er hat das Handy irgendwo aufgestellt. Video und dann Screenshot gemacht. So, Falschgeld Mo, erster Fokus-E-Sportler ist jetzt hier. Gib mir einen Call. Du spielst morgen gegen den 30-Jährigen, erste Runde. Das wird Opa gegen Opa. Egal. Ein Opa wurde schon mal Weltmeister. 3-1, weiterkommen. Dann sehen wir uns in 2 Monaten. Das wäre gut. Wer ist der Beste? Wer ist Favorit? Gib Call. Anders? Ist er so gut? Ist er aber erst aufnehmen werden. Vielleicht geht in die Pumpe. Ich hab gestern gegen den gewonnen, aber auf einmal richtig gut auf den Blitz bekommen. Ja? Ah, scheiß auf ihn. Scheiß drauf, du schaffst das. Ist halt gut wieder oder was? Aber er hat doch gar keine Offline-Erfahrung. Viele haben gesagt, dass der Dummkopf der Beste ist. Dein Erzfeind. Wir haben hier. Ja, Umut. Wo ist der? Achso, der hat die Hand kaputt. Da. Sagst du Wurst? Hier. Die beiden, hier ist eine 500.000 ungefähr. Am Preisgeld. Warum haben wir Erzfeinde jetzt? Hä? Weil ihr beide Ex-Weltmeister. Okay, mach. 2 Weltmeister. Junge, geh mal weg von mir. Ja, ich sag doch. Ich hab doch gesagt. Ja, wird Auge gelegt. Die letzten, für die neuen Zuschauer. Umut ist aktueller Weltmeister und Mo ist alter Weltmeister. Also die letzten beiden FIFA-Weltmeister sind beides Deutsche. So sieht es dann hier übrigens auch. Hey, das ist eigentlich voll krass. Aus auf der Stage. Hier zockt Nikolas. Der hat gegen Umut im WM-Finale verloren. Einfach einen Elferschießen. Der hat eine Krawatte. Und da. Ziegelgottlos. Warte mal, ist der Pokal. Da ist der Pokal. Der Pokal ist aber cool. Und da spielt Tex. Ich
weiß ich gegen wen. Ja, die sind da versuchtet mit ihr. So sieht es aus, wenn man versuchtet ist. Freunde. Text spielt gerade. Und Melina dachte, das wäre Reason. Okay. Sie sagt, guck mal, was macht Reason hier? Wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen, kurz, so eine halbe Stunde ungefähr. Und wir werden jetzt zu Nusret fahren. Die wollten unbedingt dahin. Ich war ja letztes Mal schon hier in Nusret. Nusret. Wow, lecker. Aber es kommt irgendwie nichts ran zu dem Nusret im Mykonos. In Istanbul war ich bei einem, der war, geht so, der in London, der war gut. Aber der in Mykonos war 10 von 10, 9 von 10. Es war echt krass, das Essen dort. Fahrt ihr jetzt hin, ist was Besonderes, genießen den Abend und ich nehme euch wieder mit und morgen wird dann geschwitzt. Und jetzt um 21 Uhr sehe ich zum ersten Mal die Falschgelder. Mustafa ist das Böse, Mustafa ist der Einzige vom Fokus, der sich nicht qualifiziert hat. Ja, was denn? Darf ich doch mal sagen, meine Fresse. Aber Nussrennen lässt du dir schmecken dann, hä? Okay, habe ich auf dem Schirm. Koray, wie fühlst du dich? Super. Ich habe schon die anderen E-Sportler gefragt. Alle müssen jetzt einen Call sagen, wer morgen gewinnt. Wer ist der Beste bei dem Turnier? Ich. Ja? Sagst du, du gewinnst es morgen? Natürlich. Oha, was eine Confidence. Ne, sag, Favorit. Umut. Umut? Nee, ist Quatsch. Ist Quatsch? Selbst ich. Du? Ja, ja. Ah, wir haben die Fokus-Mentalität, die nehmen sich selber. Guckt euch die Scheiße an. Morgen Matchday. Oh mein Gott, Digga. Ey, Digga, Eldos ist so un... Digga, dieser Junge, ne, es ist wirklich geisteskrank. Es ist wirklich, langsam wird es wirklich respektlos mit diesem Jungen. Eldos, dein Einspieler. Guckt ihn euch an. Morgen Matchday. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ist das egal. So, wir sind da. Nusret, die anderen sind auch gleich da. Ich gebe euch ein Statement. Digga, das ist hier gefühlt ein Essen. Ey, da war ich auch in London, oder? Doch, Digga, ich war da. Ja, ich war da essen. Wir sind da. Da war ich kacken. Nusret, die anderen sind auch gleich da. Ich gebe euch ein Statement. Digga, das ist hier gefühlt ein Essensvlog. Das ist, ich gebe euch ein Statement, wie es schmeckt. Also für die mit Sydney war ich da. Die mal so Preise interessiert. Preise sind überall anders. Manches von denen ist echt overrated, ne? Deswegen, falls ihr jemals... Die Burger sind schon gut, Digga, mit diesen Steak-Dingern, aber zu teuer. Zum Nusret geht, sage ich euch, was ihr bestellen sollt. Ich war jetzt schon ein paar Mal und habe auch Fehler gemacht. Dieser Salat ist der größte Macher-Salat, den es gibt. Holt euch den. Da können zwei Personen von essen, das heißt so 11 Euro. Und das ist wirklich gut, dieser Salat. Was auch sehr stark ist, ist Carpaccio, wenn ich es finde. Irgendwo, ah hier, das soll Carpaccio sein. Das ist auch sehr, sehr krass. Das sind die Vorspeisen, die ich super finde. Und jetzt zeige ich euch, was ihr bestellen sollt bei dem Essen hier. Dieser Burger ist super teuer. 45 Euro für einen Burger, brauchen wir uns nicht unterhalten. Ist aber echt ein sehr, sehr guter Laden. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Burger. Ist ein guter Burger, aber zu teuer. Jetzt geht's los. Die Preise sind respektlos. Hier, so Tomahawk kostet 400 Euro, dieses Ding kostet 600 Euro. Wenn ihr sowas holen wollt, und das kostet halt viel Geld, ist Preis-Leistung ganz klar das hier am besten. Zahlt ihr 200 Euro, ich weiß nicht ganz genau, wie viel Gramm es sind, aber davon werden 2-3 Personen satt. Das ist schon sehr gut. Und sonst muss ich sagen, habe ich mir nicht schon ein paar Sachen geholt. Hiervon war ich enttäuscht. Das ist so dieses Basic-Ding, das geht klar. Hiervon war ich enttäuscht. Holt euch das hier, dieses Istanbul-Steak. Oder holt euch das Nusret-Special. Spaß. Guckt ihn euch an, was er für einen Hintergrund hat. Ticket. Bro, du siehst nicht aus wie bei Werder. Er hat meinen Kommentar geliked. Echt? Als ob! Du siehst aber nicht aus wie er. Ach, Digga, jetzt. Und dann gib mir dieses verdammte Steak. Sieht ein bisschen durch aus, das Fleisch. Sieht so durch aus. Oder ist es medium? Der Lachs ist over. Von mir gibt's den overall gibt's von mir für den Laden heute 8,5. Männer, Ernesto, was sagst du? Skala 1 bis 10? Preis-Leistung würde ich eine glatte 8 geben. Ja? Ich fand Steak war besser als letztes Mal. War besser, ne? Ja, war besser. Deswegen ich sag 8,5. 8,5, Jungs? 9. Ich sag overall. Warum meine Jeans? Digga, ich schwöre, ich verstehe auch nicht. Also, das sieht so falsch aus eher in der Jeans. Overall. 8,5. Eldos, das war Eldos sein zweites Steak und das dann bei Nusret. Ja. Nusret Debüt auf Ernst 8 von 10. 8 von 10? 8 von 10. Haben wir 9. Ermin?
Also Burger war 8, aber Steak war 10. Burger 8? Wirklich? Steak war 8. Also es ist aber überall unterschiedlich, finde ich. In Mykonos schmeckt es anders, in Istanbul schmeckt es anders, wahrscheinlich schmeckt es in Dubai anders und in, ja, ne? Ist immer irgendwo, ist immer unterschiedlich. Aber ja, es war was Besonderes, also für so besondere Abende. Das war's vom ersten Tag. Wir sind jetzt im Hotel, 2 Uhr morgens, Eddie Jeddo mit sehr im Arsch. Sagen. Immer wenn ihr meine Vlogs seht, heul ich rum, dass ich so im Arsch bin, aber ich bin halt wirklich krass im Arsch. Essen war super, natürlich Preis-Leistung, ne Freunde, warum man nicht drüber reden, dass Essen zu teuer ist. Habe euch die Location gezeigt, war ein bisschen in London unterwegs, so mehr natürlich, habe auch ein paar Sachen gemacht, die ich euch nicht zeigen konnte, so abseits in Bezug auf Fokus. Und morgen ist dann der Tag, wo die Jungs zocken, morgen wird es Hauptmerkmal natürlich bei FIFA sein und da werde ich euch natürlich mitnehmen und geil. Ja. Gutes Ding. Gutes Ding. Ey, Abu! Ja? Digga, weißt du, was mir heute passiert ist? Nee. Nichts! Ich höre dich nicht. Hallo? Was geht ab, Abu? Ne Sägen. Salam alaikum. Monopoly! Ey, mit Team oder ohne? Ohne, Digga. Ich füge mal Isa in den Call hinzu. Isa ist auch dabei. Ja, aber guck mal, immer wenn Abu und Breitenberg miteinander spielen, Bruder, machen die Ding, Politik. Ja, dann sollen die Politik machen. Ja, Nee, ohne Politik. Wenn die Politik machen, dann ist es. Dann spielen wir nicht mehr mit den Wichsern. Schwöre. Es ist. Höre Biggie. Oder wollen wir doch. PlayStation 2, Y City. Wollen wir und doch mit Politik machen? Nein. Vielleicht wie so ein bisschen untereinander, weißt du? So über WhatsApp schreiben, weißt du? Ja, ja, ja. Ey, Digga, Chat, Yeet bringt ein Album! Digga, er hat einfach ein Feature mit Talking Ben. Digga, hier! Mit Ben! Er hat ein Feature mit Ben! Merkst du nicht, dass wir einfach keinen Bock haben? Bruder, nur weil ich die Fresse nicht mehr hast. Wo hast du mich in den Arsch gefickt? Du hast gestern 400 Euro an Rohat gezahlt. Ja, für 400 Euro durfte ich euch beide 2 Stunden in den Arsch schicken. Das ist ein guter Satz. In Hamburg ist das teurer. Du hast 400 Euro für eine Straße gezahlt. Du hast 400 Euro für Monopoly bezahlt. Du kannst das nicht gut reden, Bro. Doch. Du kannst Millionär sein und du kannst das nicht gut reden. Also ich kenne Bulgaren, die sind günstiger als ihr beiden. Die kosten mir pro Stunde weniger. Einen Bulgaren? Mhm. Also ich will ja nicht wissen, was der für eine Leistung bringt für 400 Euro bei dir. Ey. Rohat? Ich hab heute schlechte Leute, ich mach fertig. Ja. Wir machen 2 gegen 2, ganz einfach. Nein, es macht keinen Sinn. Doch, 2 gegen 2. Wir haben keine Chance. Digga, erstmal Isa spielt mit, Hanipu. Wer? Hanipu spielt mit. 3 gegen 3. Ja, wer ist denn der Sechste, der Dritte? Der Sechste ist dein C. Was ist denn mit Hanipu? Ist sie live? Ja, sie ist live.